Lieber Paul Ziemiak, heute, viele von Ihnen werden es schon gehört haben, in Vertretung von Annegret Kamp-Karrenbauer, schön, dass du da bist, dass du heute sie vertrittst und herzlichen Dank dafür. Also deinen Einsatz, toll, wie du das machst. Herzlichen Dank. Natürlich auch ein Gruß an unseren Ministerpräsidenten, an unseren Landesvorsitzenden Armin Laschet. Lieber Armin, toll, dass wir uns entschlossen haben, unseren Geburtstag trotzdem zu feiern, auch wenn die Ereignisse und wenn die Situation natürlich eine sehr ungewöhnliche ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, so ein Ereignis muss gefeiert werden. Meine Damen und Herren, vor 75 Jahren wurde hier ein Steinwurf nur entfernt im Bochumer Parkhaus die CDU in der Provinz Westfalen gegründet. Mehrere hundert Menschen aus 35 westfälischen Stadt- und Landkreisen haben sich inmitten der Wirren des zertrümmerten Nachkriegsdeutschland auf den Weg gemacht, um sich zu versammeln und gemeinsam eine neue Partei zu gründen. Wenige Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und am gleichen Tage fand die Kapitulation Japans statt, war das natürlich aus heutiger Sicht ein sehr verwegen erscheinendes Ereignis. Die alte staatliche Ordnung war zerstört. Der Krieg, der gestern vor 81 Jahren von deutschem Boden ausging, hatte Millionen Menschenleben ausgelöscht. Die Arbeit und die kulturellen Leistungen von zahlreichen Generationen ausgelöscht. Deutschland war besetzt, unsere Städte lagen in Trümmern, die Infrastruktur war zerschlagen. Das Elend, die Not und das Leid waren unermesslich groß. Der Dreck der Flüchtlinge aus dem Osten flutete in den Westen und die ehemaligen Zwangsarbeiter, die in deutscher Knechtschaft Frondienste leisten mussten, machten sich zurück auf den Weg in ihre Heimat. Ohne es zu wissen, stand man an jedem 2. September 1945, einen Monat nach Ende der Potsdamer Konferenz, an der Wende zu einer neuen Zeit. Einer Zeit, die dem europäischen Kontinent Freiheit und Wohlstand brachte, einem Teil des europäischen Kontinents. Der andere Teil war für Jahrzehnte, vier Jahrzehnte, in Knechtung unter einem System, das sich nur mit Mauern und mit einem eisernen Vorhang halten konnte. Jede Zeit hat ihre besondere Herausforderung. Und so haben wir seit einem halben Jahr mit einer Lage zu kämpfen, die zum Jahreswechsel niemand vorhergesehen hat. Corona, Covid-19 hat uns alle fest im Griff und in Teilen der Gesellschaft schwindet das Verständnis für die Schutzmaßnahmen, die getroffen wurden, die aber unverändert notwendig sind. Und auch bei unserer heutigen Veranstaltung muss ich leider alles dieser Herausforderung unterordnen, wie Sie natürlich unschwer erkennen können, an den Care-Paketen, die Sie am Eingang erhalten haben, aber auch an den Versorgungspacks, die an Ihren Stühlen hängen, damit Sie versorgt sind mit Getränken, aber auch mit einem kleinen Imbiss während der Veranstaltung. Das alles gehört zu dem Sicherheitskonzept und zu dem Hygienekonzept, das wir für die heutige Veranstaltung aufgestellt haben. Ich bin deshalb froh, dass wir gleichwohl viele herausragende Vertreter unserer Partei hier im Westen begrüßen dürfen. Es sind die Bezirksvorsitzenden Karl-Josef Laumann und Oliver Wittke. Seid herzlich gegrüßt. Die Vorsitzende der Frauenunion Nordrhein-Westfalen ist noch in der Anreise. Sie wird noch zu uns stoßen, aber ihr gilt schon mal im Voraus ein herzlicher Gruß. Ein herzlicher Gruß also an Ina Scharrenbach. Dem Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung Nordrhein-Westfalen gilt ein genauso herzlicher Gruß. Hendrik Wüst, schön, dass du da bist. Wir begrüßen natürlich auch den Landesvorsitzenden der CDA, unserer Arbeitnehmergruppe bzw. unserer Arbeitnehmerschaft, Dennis Radke, ein Bochumer, also hier zu Hause. Dennis, schön, dass du da bist. Wir begrüßen natürlich auch einen Vertreter einer wichtigen Gruppe unserer Partei, den Vorsitzenden, Landesvorsitzenden der Seniorenunion Nordrhein-Westfalen, Helge Bender. Helge, schön, dass du da bist. Natürlich gilt auch dem Bundesvorsitzenden der Seniorenunion, Professor Dr. Otto Wulff, und seiner Stellvertreterin Christa Toben unser herzlicher Gruß.
Ich heiße ferner alle Vertreterinnen und Vertreter unserer Sonderorganisationen willkommen. Anwesend ist auch Dr. Stefan Holter-Förtner, der sich als verantwortlicher Minister in der Ruhrkonferenz ganz besonders intensiv mit der Zukunftsregion Ruhrgebiet auseinandergesetzt hat. Ich begrüße den Leiter der Staatskanzlei, Staatssekretär Nathanael Leminski, sowie den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Bodo Löttgen. Schön, dass ihr da seid. Ein herzlicher Gruß gilt der Regierungspräsidentin aus Münster, Frau Dorothee Feller, sowie der Landrätin aus dem Kreis Soest, Eva Irrgang, und natürlich mit ihr weiteren kommunalen Vertretern. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herzlich willkommen dem höchsten Repräsentanten des Landes, unseren Landtagspräsidenten André Cooper. Schön, dass du da bist. Aber auch einer seiner Vorgänger, Eckhard Uhlenberg, ist hier. Auch ihm gilt ein herzlicher Gruß. Nicht vergessen möchte ich natürlich die zahlreichen Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament, dem Bundestag und dem Landtag, sowie frühere Amts- und Mandatsträger. Darunter auch der frühere Landwirtschaftsminister im Kabinett Helmut Kohl, Jochen Borchert, übrigens auch ein Bochumer. Schön, dass ihr alle da seid. Und ganz besonders begrüße ich natürlich auch die zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich jetzt im Endspurt der Kommunalwahl befinden. Viel Kraft, viel Glück natürlich für die nächsten Tage und die kurze Zeit, die noch bis zur Kommunalwahl sozusagen zu bewältigen ist. Wir drücken die Daumen und wir werden alles für ein hervorragendes Ergebnis tun. Stellvertretend möchte ich hier begrüßen den Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in dieser Stadt, in Bochum, Christian Hart. Schön, dass du da bist. Die Landesgeschäftsstelle hat alles getan, um diese Veranstaltung hier so gut wie möglich sozusagen durchzuführen. Und sie hat auch alles dafür getan, dass die Kommunalwahl möglichst reibungslos und erfolgreich laufen kann. Ich hoffe, beide Veranstaltungen, die heute und natürlich auch die Kommunalwahl, wird dann dieser Arbeit sozusagen Früchte tragen. Und wir werden eine tolle Veranstaltung heute haben und ein gutes Ergebnis bei der Kommunalwahl. Also wenn ich jemand aus Zeitmangel heute nicht begrüßt habe, fühlen Sie sich einfach von mir begrüßt. Und ich grüße natürlich auch denjenigen oder diejenigen, die im Stream unseren Festakt verfolgen. Wir freuen uns gemeinsam auf eine schöne Veranstaltung, auf die Reden des Bundesgeneralsekretärs, aber auch auf die Rede unseres Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten. Und gewissermaßen zur Einstimmung auf diesen Abend passend zu diesem Ambiente ein Lied unserer Künstlerin Emile du Leslay, eine junge Musicaldarstellerin aus Brüssel. Sie singt uns heute Colors of the Wind aus Pocahontas. Die Bühne gehört ihr. Musik.